Teddy. Was machst denn du da? Also ich wollte nur mal was über unsere Pfarrei nachlesen. In dem Buch, JB? Ist es dein Ernst? Ja klar. Die Kinder stellen mir doch immer Fragen. Und da muss ich mich schon ein bisschen auskennen. Also, das ist ja wirklich schön, JB, dass du dich so einsetzt und informieren willst. Aber du weißt schon, was für ein kostbares Buch das ist? Wieso? Steht da nichts über unsere Pfarrei drin? Nein, das ist ein Evangeliar. Ein Eva, ja? Gibt's dann auch ein Adam, ja? Ein Evangeliar, JB, das hat nichts mit Adam und Eva zu tun. Ein Evangeliar ist ein Buch, in dem die vier Evangelien drinstehen. Dieses Wort Evangelium, das habe ich schon oft gehört. Erst letztens im Jung- und Altgottesdienst, da habt ihr ständig davon gesprochen. Aber Maria, was ist denn eigentlich dieses Evangelium? JB, du kennst doch die Bibel, oder? Na klar. Schau, hier zum Beispiel, da habe ich eine. Und ich weiß, es gibt auch extra Bibeln für Kinder. Da stehen ganz viele Geschichten drin. Von Jesus und von Gott und von Menschen, die erfahren haben, dass Gott immer da ist. Ganz genau. Die Bibel, die kann man sich so vorstellen, ist eine kleine Bibliothek, ja? Und da sind ganz viele verschiedene Geschichten drinnen. Und sie sind aufgeteilt in zwei Teile, den Alten und den Neuen Testament. Ach so, und die Geschichten im Alten Testament, die waren den Menschen irgendwann zu alt und zu langweilig und deswegen haben sie ein neues geschrieben? Nein, JB, das stimmt so nicht. Im Alten Testament geht es um die Zeit, bevor Jesus lebte. Auch da gibt es ganz viele spannende Geschichten, die uns von den Menschen und in ihren Erlebnissen von Gott erzählt. Aber wenn du willst, können wir uns das gerne mal auch in Ruhe mal anschauen. Okay, und... Hier? Hier haben wir jetzt das Neue Testament, oder? Und das? Ist das ganz neu? Letztes Jahr geschrieben? Naja, eigentlich ist das Neue Testament auch schon ziemlich alt. Es wurde nämlich vor fast 2000 Jahren geschrieben. Und in dem Evangelium finden wir vor allem Berichte über das Leben von Jesu. Und diese Berichte eben, die nennt man Evangelien. Okay. Und da drinnen? Hier? Also hier stehen jetzt nur die Berichte über Jesus. Die vier Evangelien drin? Ganz genau. Das hier, das ist die gesamte Bibel mit dem Alten und dem Neuen Testament. Und dieses kostbare Buch, wo du vorhin schon deine Nase so ganz neugierig reingesteckt hast, da drinnen, da stehen nur die vier Evangelien. Maria, gibt's denn da auch Helden in den Geschichten? Sowas wie Spider-Man oder Paw Patrol? Sonst wäre es ja voll langweilig. Also man könnte schon sagen, dass es da ein paar Helden gibt, aber die meisten Leute, über die erzählt wird, das sind alles andere als Helden, ja? Sie machen Fehler, so wie du und ich. Sie haben Angst und laufen weg. Und manche sind einfach nur richtig gemein. Und über solche Leute schreibt man eine Geschichte? Das finde ich jetzt echt seltsam. Ich dachte, das Evangelium, das ist so ein besonderes Buch. Und dann gibt es da drin nicht mal richtige Helden? Das habe ich so nicht gesagt, JB.
Es geht um ganz normale Menschen, so wie du und ich. Aber diese Menschen, die haben jemanden ganz Besonderen begleitet. Einen jungen Mann. Den könnte man vielleicht als Helden bezeichnen. Ja, und wer war bitte dieser Held? JB, jetzt denk mal scharf nach. Ich hab's vorhin schon mal kurz verraten. Wer könnte es sein? Ich weiß es. Jesus? Exakt. Die vier Evangelien berichten von Jesus, von seiner Geburt, von dem, was er gesagt und getan hat, von seinen Wundern und von seinem Leben und von den ganzen Menschen, denen er geholfen hat. Und es geht auch um seinen Tod und seine Auferstehung. Maria, also ich glaube, über Jesus, da will ich noch viel mehr erfahren. Da kommen mir nämlich gerade schon wieder so viele Fragen in den Kopf. Gerne, JB. Über Jesus reden wir gerne ein anderes Mal. Das war nämlich ein ganz besonderer Mensch. Und weißt du was? Deswegen heißt das Evangelium auch frohe Botschaft. Es berichtet uns von Jesus, der hier auf die Erde kam und uns Menschen gezeigt hat, wie wir gut miteinander leben können und wie sehr Gott uns liebt. Aber Maria, wer hat denn die Geschichten von Jesus, also die Evangelien, eigentlich aufgeschrieben? Waren das so berühmte Bücherschreiber oder so? Nein, das waren die vier Evangelisten, Markus, Lukas, Matthäus und Johannes. Und die haben zu viert das Evangelium geschrieben? Nein, im Neuen Testament gibt es vier Evangelien. Ne? Das Evangelium nach Markus, das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Lukas und das Evangelium nach Johannes. Alle vier berichten sie über Jesus, sein Leben und seine Taten. Manche Dinge, die unterscheiden sich, manche sind ähnlich oder fast gleich. Aber das heißt, die vier Evangelisten, die haben voneinander abgeschrieben? Das darf man nicht! Das weiß doch jedes Kind, dass Abschreiben verboten ist! Das ist richtig, JB. In der Schule darf man nicht abschreiben, da ist es verboten. Aber bei den Evangelisten, da war das etwas anderes. Sie kannten Jesus nicht persönlich. Sie haben ihn nie getroffen und waren auch nie mit ihm unterwegs. Sie haben nur das aufgeschrieben, was andere mit Jesus erlebt haben, was sich die Menschen weitererzählt haben. Und sie haben es aufgeschrieben, eben damit die Botschaft nicht vergessen wird. Und warum haben sie denn dann bitte alle auch manchmal das Gleiche aufgeschrieben? Markus war ja der Erste, der aufgeschrieben hat, ja? Und dann haben Matthäus und Lukas haben das Ganze gelesen, haben ganz lange darüber nachgedacht und haben dann das, was ihnen am wichtigsten war, aufgeschrieben. Und dazu haben sie noch ihre eigenen Gedanken dazu geschrieben. Und viele Jahre später hat dann auch noch Johannes seinen Bericht über das Leben Jesu verfasst. Und deswegen sind alle vier Evangelien sehr gleich, aber doch sehr unterschiedlich. Puh, also das ist ja mal wieder gar nicht so einfach zu verstehen, wie die Evangelien entstanden sind. Aber jedes Evangelium ist wohl was Besonderes und ein eigenständiger Bericht von Jesus und von seinem Leben, oder? Richtig. Aber eine Sache ist noch ganz wichtig, ja? Die Evangelien, das sind keine Zeitungsberichte oder sowas wie ein Protokoll bei der Polizei, in dem ganz genau steht, was, wie, wo, warum passiert ist und am besten dann auch noch mit Fotos. Nein, so ist es bei den Evangelien nicht. Wie jetzt? Dann sind die Evangelien also einfach Märchen? Oder am Ende sogar echte Lügengeschichten? Nein, nein. Und die Berichte über Jesus, die stimmen so alle gar nicht? Nein, nein, nein. Aber die Evangelien, das sind besondere Berichte. Es sind Berichte von Menschen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie wollen sehr wohl berichten, was passiert ist. Das sind keine Lügen oder keine Märchen.
Aber die Evangelien, das sind noch so viel mehr. Sie sagen nicht nur, wie etwas abgelaufen ist, sondern auch, was ein Ereignis bedeutet, ja? Was uns Gott damit sagen will und was wir daraus lernen und erkennen können. Und im Gottesdienst, da hören wir immer eine Stelle aus einem der vier Evangelien. Und in der Predigt, da wird dann nochmal für die Kinder und für die Erwachsenen erklärt, was es so damit auf sich hat, was wir lernen können und was Gott uns eben damit sagen will. Oder, Maria? Ganz genau, JB. Cool, jetzt habe ich es verstanden. Und ihr da draußen vor den Bildschirmen, ihr habt hoffentlich auch etwas über die Evangelien gelernt. Bis zum nächsten Mal. Wow, also hier in der Sakristei, hier gibt's noch so viel zu entdecken. Kommt, das schauen wir uns beim nächsten Mal alles ganz genau an.